Ja, wieder ist eine Woche vorbei und immer noch nicht ist es besser geworden um den FC Basel. Am vergangenen Wochenende verliert Roblau nämlich mit 0:1 gegen Servette und hat jetzt bereits schon 4 Punkte Rückstand auf den 11. Platz. Über die beunruhigende Situation rund um den FCB reden wir heute zusammen mit dem ehemaligen FCB-Spieler und aktuellen U21-Spieler Tim Klose. Schön bist du da. Dankeschön. Und unserem Experten Adrian Knupp, schön bist auch du dabei. Hallo Janik. Ja, dann fangen wir gerade an. Der FCB verliert den nächsten Match, das man gegen Servette. Was sagst du zu dem vergangenen Spiel? Ja, ist sicher unterm Strich eine unbefriedigende Leistung gewesen. Darum ist auch das Resultat rausgekommen. Ich denke, eine Niederlage, die verdient war. Hätte sogar noch höher rauskommen, wenn Servette noch konkreter gewesen wäre, noch zielstrebiger und ihre Chancen genutzt hätten. Und es zeigt halt den Stand im Moment oder den Formstand, oder wie der FCB im Moment aufgestellt ist. Klar, wir haben nicht so schlecht gespielt wie im letzten Heimspiel gegen Lausanne Uschi, aber trotzdem wahnsinnige Verbesserungen hat man jetzt auch nicht gesehen. Oder wäre es gut gewesen? Ja, das ist natürlich auch eine Frage vom Kopf. Oder? Das ist natürlich keine einfache Situation. Ich durfte ein Training sogar selber mitmachen letzte Woche. Und man sieht schon, dass die Qualität da ist. Und es ist einfach, wie bringst du die Qualität am Tag X auf den Platz? Oder? Und das ist sehr viel im Kopf. Spielt sich ab. Und dann gehst du in ein Spiel rein, wo du sagst, das wollen wir unbedingt gewinnen. Und dann klappt vielleicht das eine oder andere noch nicht so, wie du dir das vorstellst. Und dann gehst du plötzlich eins in den Rückstand. Und dann denkst du, oh, Mist, jetzt sind wir wieder in diesem Strudel drin. Und ja, das ist momentan halt die Aufgabe, oder? Die mentale Seite dort richtig zu kriegen, dass die Spieler wieder befreit können Fußball spielen. Aber wenn du sagst, du bist jetzt in letzter Woche mal dabei gewesen, hat man dir auch ein bisschen einspannen fürs Mentale oder den Jungen ein bisschen zu helfen? Oder? Nein, ich glaube, es ist einfach darum gegangen, während der Nazi-Zeit, dass sie nicht so viele Spieler hatten und dann sind ein paar von U21 aufgekommen. Also wir haben das Training zusammengefügt, weil wir auch wenig gewesen sind. Und das Training war wirklich gut, gewesen, die Stimmung auch. Und eben, das ist ja das, was man versucht momentan. Man versucht, eine gute Stimmung zu kreieren, das eben genau das, man sagt immer in Deutschland, man sagt, den Bock umstoßen. dass genau das passiert. Hinten, man hat schon das eine oder andere zugelassen, zwar nur eins bekommen, gegen vorne vor allem, wieder so keine Spielidee, keine Kreativität in dem Spiel gewesen, wieder einmal mehr. Ja, das hängt in erster Linie natürlich schon mit dem Selbstvertrauen zusammen. Und gerade wenn man offensiv spielen möchte, dann fängt das Ganze in der Basis an. Der erste Ballkontakt soll offensiv sein, die Spieler sollen sich frei laufen. Oder? Da braucht es eine gewisse Frische auch im Kopf. Oder? Und da sieht man, dass die Spieler sehr stark mit sich selber beschäftigt sind. Jeder schaut ein bisschen für sich, muss seine Position finden. Es ist unheimlich schwierig, denen auch kreativ zu wirken. Und das hat man gesehen. Oder? Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, es gibt gewisse Spieler, die wollen den Ball gar nicht unbedingt und das ist unheimlich schwierig, dann kreativ nach vorne zu spielen. Man hat etwas versucht, oder besser gesagt, Heiko Vogel hat der Mannschaft versucht, offensiv etwas auf den Weg zu geben. Wir haben es besprochen, es ist nicht wirklich aufgegangen und unser Taktikfuchs Matthias Mäder hat das Ganze genauer für sie analysiert. Im Spiel gegen Servette haben wir gesehen, dass der FCB etwas Neues probiert. Das ist für mich aber noch zu wenig konsequent umgesetzt worden. Und die Dynamik im Spiel mit dem Ball und in den Umschaltphasen, die haben gefehlt. Hier sehen wir jetzt das Neue, was der FCB probiert. Der Switch vom rechten Außenverteidiger und vom Ball nach dem Achter. Also der Kevin Rüegg, der hier ins Zentrum hineinwechselt. Und der Fabian Frey, der auf außen geht. Es ist so, dass der Fabian Frey in Lauf hinein angespielt wird. Das ist sicher nicht ihm seine Stärke. Er ist kein Linienläufer. Ich glaube, der Fabian Frey, wenn er dort in eine offene Position kommt, ist er auch in der Lage, den entscheidenden Ball zu spielen. Und jetzt gleich hier auf der linken Seite, der linke Außenverteidiger Dominik Schmid jetzt auf der Position 6 im Zentrum. Der Veiga, der nach links außen abkippt. Und jetzt, der Ball muss direkt zum Van Bremen gespielt werden, dass ein Spiel beschleunigen kann und das Spiel schneller machen kann. Das geht in meinen Augen noch viel zu wenig schnell. Und jetzt geht es mir vor allem auch um Dynamik im Umschaltspiel. Wir erkennen hier einen tiefstehenden FCB. Der Ballgewinn von Veiga,
Und jetzt schaut mal, wer nimmt alles am Offensivspiel teil? Es ist in dieser Situation nur der Jovanovic und der Tierno Bari, die in die Offensive umschalten. Der Rest trabelt Richtung Mittellinie. Wir sehen jetzt einen Sigua, der sich auch noch einschaltet. Aber schaut mal aufs Standbild. Eine klare Unterzahlsituation. 7 Servette-Spieler gegen 3 FCB-Spieler. Wenn Dynamik und Power im Spiel mit dem Ball fehlen, dann ist es schwierig, überhaupt zu Goalchancen zu kommen. Und ich glaube, genau das ist ein Mitgrund, dass der FCB in den 3 letzten Matchen kein einziges Goal mehr geschossen hat. Ja, Tim, eben der Heiko Vogel hätte etwas Neues auf dem Weg mitgegeben, noch funktioniert, hat es nicht wirklich. Automatismen, das ist natürlich das A und O. Und der Heiko hat natürlich auch nicht so viel Zeit gehabt. Jetzt hat er auch die Mannschaft übernommen und versucht natürlich nochmal etwas zu wechseln, nochmal einen neuen Input zu geben. Ja, es braucht natürlich Zeit, bis die Spieler das genau so umsetzen können, im richtigen Tempo, genau so in den Winkeln, die wichtig sind oder genau, wo dir das Spiel eigentlich so öffnet, dass du dann die nächste Zone kannst erreichen. Wir reden immer von 3 Zonen, wenn nicht sogar 4. Und Zone 1 und 2 ist gut zum Anschauen gewesen, aber Zone 3, wo eigentlich dann, die Big Points gemacht werden, das hat dann leider noch gefehlt, ja. Also für mich persönlich ist es erschreckend, wie viel in der Umschaltphase denn in der Offensive eigentlich mitlaufen, eben die Traben ein bisschen führen. Ist das auch mit dieser Verunsicherung? Ja, hängt sicher damit zusammen, dass die Spieler halt einfach zuerst mal ihre eigene Position finden auf dem Platz und eigentlich froh sind, wenn zuerst mal nichts passiert gegen hinten und gar noch nicht so bereit sind, dann wirklich auch die Offensive zu suchen, die Positionen anzulaufen, die es braucht, wirklich den Ball auch wollen und fordern. Das sind elementare Sachen, aber da hat man gesehen, dass das fehlt und das hängt natürlich mit dem Kopf zusammen, das hängt mit dem Selbstvertrauen zusammen. Das fehlt, das kann auch nicht da sein. Und an dem muss man arbeiten unter der Woche. Da braucht es ein Trainerteam, das die Spieler abholen kann, das empathisch mit ihnen umgehen kann. Vielleicht brauchen sie auch die ein oder andere Hilfe von extern in so einer Situation, wo sich viele Spieler nicht gewohnt sind. Also es ist eine sehr herausfordernde Geschichte im Moment. Wenn so eine Mannschaft verunsichert ist, dann braucht es eben die Automatismen, die irgendwie entstehen müssen. Und jetzt der Heiko Vogel probiert es ja auch immer mit einer neuen Aufstellung, jetzt 4-1-4-1. Dann hat man nach einer halben Stunde den Fabian Frey plötzlich irgendwie auf den Flügel rausgenommen, wo ein Zettel umgegangen ist, wo zuerst der Sigur vor allem nicht genau kapiert hat, was da los ist. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man gerade nochmal umgeschaltet. Also das verunsichert die Mannschaft ja eigentlich wie noch mehr, oder wie siehst du das? Nein, ich finde, das ist nicht so. Natürlich, ich glaube, der Grundsatz ist für mich, was der Heiko jetzt auch probiert hat, das sind die Basics, die müssen stimmen. Wie kämpfe ich um den Ball? Wie sehr will ich kein Gegengol bekommen? Und all die wichtigen Tugenden, die man auf den Platz bringen muss, zuerst einmal. Und ich glaube, da hat man schon eine Verbesserung gesehen. Jetzt kommt es natürlich dann darauf an, oder? Wenn du verschiedene Spielformationen spielst. Wie oft hast du das trainiert mit der Mannschaft? Jetzt natürlich, wir haben glaube 8 oder 9 Spieler bei der Länderspielpause weg gehabt, wenn nicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Dann ist es natürlich schwierig, wenn du dann etwas willst, trainieren willst, wo die Spieler aber dann fehlen. Und darum ist natürlich die Frage, oder? Wie sehr haben die Spieler das schon kapiert? Wie schnell kann das umgesetzt werden, wenn man einen Formationswechsel macht? Weil ich auch in Mannschaften gespielt habe, wo es ganz klar 4 verschiedene Formationen gegeben hat. Und dann hat der Trainer reingeschraubt, 1, 2 oder 4. Und dann haben wir genau gewusst, wie wir umstellen müssen. Und das sind Automatismen, die wir vorher darüber geredet haben, wo dann klar waren bei den Spielern. Natürlich hat es ein gewisses Selbstvertrauen bei uns natürlich gehabt, wo wir einfach gesagt haben, okay, so wird gewechselt und so spielen wir jetzt. Und das fehlt momentan leider noch. Aber das ist auch etwas, wo schwierig ist, in so kurzer Zeit einfach Vollgas auf den Platz zu bringen können. Wie siehst du das mit diesen Systemumstellungen, vor allem eben während dem Match? Ja, der Team hat es gesagt, bei einem Team, wo das funktioniert, das schon länger zusammenspielt, die Teams müssen mittlerweile flexibel sein und können umstellen. Oder in einer Situation, wo der FC Basel ist, mit so vielen Spielermutationen Anfang Saison, ich glaube, es sind über 40 insgesamt Spieler, die gegangen sind und wieder gekommen sind, ist das gar nicht möglich. Also wäre der Spieler am meisten geholfen, wenn ich ein möglichst einfaches System ganz klar mit ihnen einstudiere und möglichst wenig wechsle und erst dann einen nächsten Schritt mache, wenn das mal einigermaßen funktioniert.
Gut, wenn wir noch schauen, was die Spieler nach dem Spiel gesagt haben, weil zwischen dem Barisic und dem Heiko Vogel sind die Meinungen doch ein bisschen auseinandergegangen nach dem Spiel. Ja, die Analyse ist, wir haben verloren durch eine Standardsituation. Das ärgert mich sehr, wenn ich hinten zu Null spiele, weil ich auch die Standards wegverteidige, dann habe ich einen Punkt sicher. Und wenn mir dann vorne mal eins gelingt durch eine Standardsituation, dann gewinne ich vielleicht auch mal. Aber das hat was mit Kompromisslosigkeit und Gnadenlosigkeit zu tun. Das ist, sind die letzten Quäntchen, die letzten Stücke, die noch fehlen. Ansonsten, glaube ich, haben wir auch viel investiert. Wir müssen aufhören mit Entschuldigungen suchen. Wir müssen akzeptieren, dass wir in der Situation sind, wo wir schlecht spielen. Wir spielen nicht guten Fußball. Wir kreieren keine Chancen und kassieren viel zu einfache Goal. Das müssen wir uns bewusst sein und es dann besser machen. Also enttäuscht bin ich auf gar keinen Fall, ja, weil wir alle wissen, in welcher Situation wir sind. Ich wäre enttäuscht, wenn ich sehen würde, dass nicht alles an Wille und Leidenschaft investiert worden wäre. Aber ich glaube, den Vorwurf kann man der Mannschaft nicht machen. Also der Barisic spricht Fehler an. Er sagt eben, wir sind eigentlich die, die auf dem Feld stehen. Wir machen die Fehler und der Heiko Vogt jetzt ein bisschen abspielen. Wie siehst du das? Ja, jetzt gerade die letzte Aussage, Einsatzwillen und Kampfbereitschaft, das habe ich gesehen. Also ich glaube, an dem hat es nicht grundsätzlich gefehlt. Es sind andere Dinge, wo wir darüber bereits geredet haben. Und dass der Heiko Vogel jetzt nicht so sehr kritisch ist mit seiner Mannschaft, das kann ich aus seiner Optik nachvollziehen. Er muss ja dann mit den Spielern auch wieder weiterarbeiten, muss sie aufbauen. Aber ich gehe davon aus, oder ich hoffe, dass er dann wirklich auch die Sachen anspricht, die nicht gut waren. Wie geht das dir so als Spieler? Hast du das auch lieber gehabt, wenn es intern geblieben ist? Oder ist dir irgendetwas dann in der Mannschaft gegangen, wenn mal der Trainer öffentlich sich geäußert hat? Man darf nicht vergessen, dass in so einer Situation, wenn du unten bist, dann läuft sowieso sehr viel gegen dich. Auch wenn du dann versuchst, eben zu den Basics zurückzugehen, dann kriegst du halt vielleicht irgendwann mal so eine unglückliche Penalty oder eben ein Eckball geht rein, obwohl du eigentlich versuchst, alles wegzuverteidigen. Und dann finde ich es gut, dass ein Trainer öffentlich trotzdem nicht die Personen kritisiert, die einen Fehler gemacht haben, sondern dass man das intern anschaut mit den Spielern. Weil ich glaube, er darf ja die Spieler auch nicht verlieren. Weil wenn er die verliert, dann ist sowieso ein Strudel da. Und dann geht es nur noch in eine Richtung und das ist Abend. Und ich glaube, jetzt muss man viel Positives sehen, trotz einer Negativsituation. Und eben, er ist momentan eher der Mental Coach als wirklich Trainer. Er muss ja die Spieler auch aus dem rausholen, aus dem Loch. Und das ist eine schwierige Aufgabe, definitiv. Und ein anderer Spieler ist gegenüber von SRF angestanden, Thailand Chaka. Und der hat eigentlich eine krasse Aussage gemacht. Er hat gesagt, die Hälfte der Mannschaft weiss glaub gar nicht richtig, was es heisst, die Farbe zu tragen. Das ist schon eine krasse Aussage. Ja, ist eine beunruhigende Aussage, finde ich schon, von einer Leaderfigur wie der Tauli. Ja, in dem Mann spricht natürlich auch ein bisschen die vielen Wechsel an. Die Frage ist natürlich auch immer, mit welcher Intuition, mit welchem Mindset kommen die Spieler wirklich zum FCB? Kommen sie hier an, wie zum Teil in der Vergangenheit, um möglichst schnell zu performen, damit man sie möglichst schnell wieder verkaufen kann? Oder kommen sie wirklich hier an und wenn mit dem Club etwas bewegen? Und ich denke, das ist halt ein bisschen das Thema im Moment. Oder? Es gibt wahrscheinlich zu viele Spieler, oder, die mit einem ganz anderen Mindset hier angekommen sind. Das Gefühl hatten, die letzte Saison gesehen, international bis ins Halbfinale gekommen. Ja, wir haben hier eine Plattform, wir können performen. Es geht dann schnell weiter für den nächsten Schritt. Und jetzt muss man natürlich von dem wegkommen. Das ist ganz klar. Jetzt geht es noch nicht um Existenzen, aber jetzt geht es um den Abstiegskampf. Da braucht es andere Tugenden. Und das anzukriegen, das ist eine riesengroße Aufgabe. Wie geht man, du bist ja auch zwischenzeitlich beim FCB gesehen, wo es auch zwischenzeitlich mal ein bisschen abwärts gegangen ist. Ihr habt euch dann wieder gefangen. Du bist ja ein bisschen der ältere, erfahrene Spieler gesehen, der sicher ein bisschen geholfen hat. Wie bist du dort in der Mannschaft gesehen, wie, dass du ein bisschen wieder aufwärts geht? Gut, der Tauli, der Fabio und ich, also der Wally ist ja dann auch noch dabei und der Luca. Ich habe dann schon einmal zum Rapport von der ganzen Mannschaft alle antraben lassen. Und habe dann einfach auch bei der Mannschaft gesagt, wir sind momentan in einem Negativlauf drin und das müssen wir so schnell wie möglich aufhalten. Und das Einzige, was wir machen können, ist das als Team.
Wir können doch nicht einfach als einzelne Personen auftreten und denken, ja, wenn ich ein Goal mache und die anderen machen ihren Job nicht, dann wird ich eh angeschaut und dann ist alles gut. Weil in so einer Situation, in der sich der FCB momentan befindet, muss man auch eins sagen zu den Spielern, ist keiner interessant. Ja. Weil sie sind Letzte in der Super League. Mhm. Wenn sie zusammen würden Erfolg haben und wären Erste, Zweite und dann tun sich natürlich die Einzelnen tun sich so ein bisschen rauskristallisieren. Dann ist natürlich das Team extrem spannend und die einzelnen Spieler. Aber so ist es natürlich extrem schwierig, einen rauszupicken. Ausser es würde jetzt 31 Goal schießen, wie der Cabral damals, bei uns natürlich auch noch. Aber da, das sind so ein bisschen die Sachen, die ich finde, das muss eine Mannschaft schon kapieren. Vor allem die Spieler, die nicht wissen, was es heisst, der FC Basel zu spielen. Das müssen die einfach kopieren. Wenn es nicht funktioniert als Mannschaft, dann wirst du auch als Einzelspieler nicht Erfolg haben. Das ist leider einfach so. Anfangs haben wir eigentlich gar keine Chance gehabt, dass wirklich ein Team entsteht. Das wäre eigentlich jetzt die Chance gewesen. Aber das Komische ist auch, unter dem Schulz hat man noch die Goal geschossen. Jetzt holt man keine Punkte mehr und macht nicht mehr Goal. Also das ist ja komisch. Wieso umgekehrt? Ja, was willst du damit sagen? es ist speziell. Ja, jetzt hat man das Team ja eigentlich sein. Ja, man dürfte erwarten, dass es Step by Step besser wird. Ja, das ist so. Aber der Team hat das vorher gesagt. Es haben, glaube ich, 8 Spieler gefehlt, die mit den Nationalmannschaften unterwegs waren. Es braucht einfach Zeit in so einer Phase. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Und ja, die Frage, die man dann halt irgendwann einmal muss stellen muss, ist die Qualität von den vielen Spielern, die wir geholt haben, wirklich so hoch, wie man das selber einschätzt und wie man das auch gesagt hat. Oder? Ich habe die Aussagen gehört, oder? Wir spielen um den Meister. Oder? Das ist eine Mannschaft, die um den Titel spielen kann. Oder? Die Frage muss man irgendwann schon einmal stellen, wenn das nicht wirklich jetzt in den nächsten Wochen Step by Step besser wird. Und die nächsten Wochen werden ja spannend. Wir spielen gegen Lausanne auswärts, dann im Göpp und dann auch Iverdon. Das alles direkte Konkurrenten eigentlich. Wenn man hier verliert, dann ja. Ja, vor allem Lausanne ist natürlich ja, schon ein Must-Win-Game. Oder? Da wirst du schon fast zum 6-Punkte-Spiel. Definitiv. Und dann Iverdon, wo ich finde, der macht auch einen sehr stabilen Eindruck. Ist natürlich extrem spannend, die zwei Spiele, die man jetzt vor sich hat. Und da muss man auf dem Mindset ganz klar setzen. Ich könnte jetzt mal für dich vielleicht einmal sagen, das nehmen wir mit, wenn wir da Erfolg haben. Das ist sicher wichtig, aber der Hauptaugenmerk muss auf die Meisterschaft gelegt werden, definitiv. Und siehst du eben jetzt kommt wirklich die direkte Konkurrenz in den nächsten beiden Matchen? Wenn man dort Punkte liegen lässt. Ja, wichtig. Jedes Spiel ist wichtig, sowieso. Und jetzt in dieser Situation umso wichtiger. Und die direkten Duelle, du musst punkten, musst den Anschluss finden. Es sind 4 Punkte jetzt auf der Platz 11. Und du musst irgendwann einmal anfangen. Sonst wird das immer komplizierter und immer schwieriger für alle Beteiligten. Man sieht es auch im europäischen Vergleich beispielsweise. Ajax Amsterdam, die sind auch Zweitletzte. Olympique Lyon, Letzte. Also der FCB ist nicht allein. Man sieht es eigentlich an den Top-Clubs. Ajax ist immer so ein Vorbild-Club auch im Nachwuchs. Da kann man schnell mal runterrutschen. Ja, das ist der moderne Fußball für dich. Die Clubs schlafen nicht. Die anderen Clubs tun sich natürlich am besten Club immer orientieren und wollen dann irgendwann überholen. Wenn sie merken, oh, jetzt lässt er etwas nach, dann wollen sie natürlich gerade da sein. Und, das sind natürlich Momente, wo du musst schmecken oder wo du darfst nicht stagnieren als Verein. Das ist einfach leider so. Du musst dich stetig weiterentwickeln. Und, das ist ein sehr spannendes Thema in der Schweiz, natürlich auch mit dem FC Basel momentan. Und, ich glaube, das ist schon wichtig, wenn man jetzt natürlich international anschaut, dass eben die Top-Vereine, dass die auch strugglen. Da merkt man, oder, die anderen schlafen nicht, die warten nur bis einer mal ein bisschen. Zum Angreifen dann. Ja, zum Angreifen. Hey, danke, genau. Zeit ist um. Sorry. Wir sind hier gesehen. Weiter geht's zu der FCB am Sonntag gegen Lausanne. Und über den Match reden wir dann am nächsten Montag wieder.